Interview Vlog und es geht weiter mit meinem Teil Einrichten meines HP Spectre X360 am PC. Diesmal ohne Kameraaufnahme des Displays, sondern diesmal, das werden sich wahrscheinlich einige gewünscht haben, macht doch mal ein Screen Recording. Ich habe das Teil jetzt tatsächlich auf die interne NVMe installiert, Windows gelöscht natürlich, das brauche ich ja auch nicht. Ich habe halt nur kurz vorher Windows mal gebootet und das wird irgendwann mal als Outtake wahrscheinlich released, vielleicht das nächste Video oder so, was ich da so erlebt habe. Um ein Firmware-Update zu machen, weil ich doch gelesen habe, es macht Sinn, ein Firmware-Update einzuspielen für das Gerät. Und das habe ich dann auch gemacht. Aber zum Firmware-Update später mehr. Was ich jetzt hier machen möchte auf Linux, ich habe jetzt hier mein Neptune installiert, ist meine Distro für die Leute, die sich interessieren. Deshalb habe ich sie auch installiert hier. Was ich jetzt hier gemacht habe, was mir Probleme bereitet hat, ist, ich habe versucht, Videos hier zu schneiden und habe dann natürlich mein, ihr kennt es von meinem Blog eventuell, dort habe ich ja mein Render-Profil veröffentlicht, wie ich das mache mit Hilfe von VA-API und also Videos unter Linux schneller rendern mit GPU-Beschleunigung und hatte dann auf meinem alten Laptop hier 41 Minuten für ein Video gebraucht, für ein Videoprojekt mit KDE in Live. Und dank des Rendering-Profils bin ich auf 19 Minuten runtergekommen, also die Hälfte nur mit Hilfe von VA-API, dieser Videobeschleunigung, die dann die GPU benutzt, um auch eben Videos zu codieren. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, wie ich finde. Und wollte das hier auch machen, aber dann ist KDE in Live mir ständig abgecrashed. Und ja, ich habe den Grund jetzt rausgefunden. Das liegt ganz einfach, ich habe auch eine DuckDuckGo-Suche hier nach dem Fehler gemacht, den ich mir per FFmpeg rübergesogen habe, indem ich einfach gesagt habe, okay, ich versuche diese Schnittstelle, weil FFmpeg und Meld, das Framework, was KDE in Live verwendet zum Codieren, die benutzen halt eben dann auch diesen H264 VA-API-Codec. Und da kam mir eine Fehlermeldung entgegen, die habe ich natürlich dann geduckduckgoed und dann kam mir dieser Thread hier entgegen, der mir dann empfohlen hat, ganz zum Schluss hier, steigt da einfach mal von diesem VA-Treiber für Intel-Karten, das ist der, glaube ich, freiere von beiden, auf diesen unfreieren, der einfach auch i965 VA-Treiber Shaders heißt, um. Und mit dem konnte ich dann hier meinen FFmpeg-Befehl durchführen. Und das hat dann, das kann ich jetzt hier zeigen, das codiert dann jetzt auch wunderbar. Ich habe jetzt hier noch die Debugging-Sachen an, aber es codiert und hat jetzt eine Test-MP4 erstellt und die kann ich dann abspielen. Und ihr seht, er hat schon 21 Sekunden hier schon codiert. Das geht also deutlich schneller. Das Einzige, was ich also jetzt noch machen muss, ist KDE in Live aufrufen und mein Rendering-Profil erzeugen. Das habe ich jetzt hier noch nicht drauf, weil ich das vorher auf der externen SSD ausprobiert habe. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt hier auch intern schon das Ganze installiert und deshalb kopiere das einfach mal, muss es ein bisschen anpassen natürlich. Wie man hier ein Rendering-Profil erstellt, ist eigentlich klar. Man wählt das aus, was man kopieren möchte und klickt dann auf Neu. Und das erstellt dann auf Basis dessen, was man ausgewählt hat, halt hier ein Profil. Und jetzt kann ich hier die Parameter ändern, einfach einfügen, was ich vorher auch hatte. Das VA-API-Device ist immer gleich bei allen Geräten, soweit ich weiß. Das Einzige, was man anpassen sollte, ist die Anzahl der Threads hier. Da ich ja hier 8 Threads laufen lassen kann, zeige ich hier auch 8, stelle ich hier auf 8 Threads auch ein. Gebe dem Ganzen noch einen Profilnamen und klicke auf Speichern. Und dann habe ich jetzt hier mein Profil und kann dann in erweiterten Einstellungen auch nochmal sehen, dass hier meine Optionen angezeigt werden. Und ja, mit diesen Einstellungen kann ich dann jetzt, werde ich jetzt wahrscheinlich auch diesen Screencast, weil ich wahrscheinlich nicht umcodieren müssen, weil der wird dann einem Stück aufgenommen und die Größe sollte auch nicht ja, allzu groß sein, dass das Probleme macht. So, das Problem also behoben, was VA-API-Nutzung angeht, für auch das Enkodieren von Videos, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man Podcasts macht oder solche Vlogs macht, wie ich das hier mache. Ein weiteres Thema, was bei einem Notebook natürlich sehr wichtig ist, ist die Akkulaufzeit. Dieses Notebook soll ja hier eine grandiose Akkulaufzeit haben. Und ihr seht, jetzt habe ich hier, ich habe um 14 Uhr angefangen mit dem Arbeiten am Gerät, bin jetzt bei 82%. Das zeigt mir jetzt hier noch 2 Stunden Akku verbleibend. Das ist nicht ganz akkurat, würde ich mal behaupten, aber das kommt ungefähr schon so hin. Und das ist ein bisschen was mies, wie ich finde.
Vielleicht werde ich dann noch ein paar Tweaks machen, aber das erste, was ich gemacht habe, erst einmal, ist, das kann ich zeigen in der Shell natürlich am besten, ist, ich habe TLP installiert. TLP ist ein Stromspar. Wir können mal schauen, was da drin steht im Paket, in der Bezeichnung. TLP ist ein Advanced Power Management Tool for Linux. It comes with a default configuration already optimized for battery life. Und das ist eben das Wichtige an der ganzen Geschichte. Das heißt, das, was man bei PowerTop so angezeigt bekommt, wenn man in die abstimmbaren Optionen geht, wo dann alles irgendwie schlecht angezeigt wird und dann kann man das irgendwie ändern oder was man mit PowerTop Auto-Tune ändern kann. Also wenn man PowerTop so ausführt, dass es automatisch alles tunen soll. Das wird im Grunde genommen, wie ihr hier gesehen habt, bei mir war fast alles gut, außer eine Option. Mithilfe von TLP wird das im Grunde genommen automatisch eingeschaltet und eingestellt. Das ist also eine gute Sache. Das habe ich also gemacht, TLP installiert. Das war es eigentlich. Das wird als Service, als Boot-Service eingerichtet. Beim nächsten Neustart wird TLP gestartet und macht alle Optionen direkt so, wie sie sein sollten, um eben so stromsparend wie möglich zu sein. Wo es Probleme geben kann, ist wenn man TLP einfach so installiert, TLP versucht auch mittels UDEV irgendwelche USB-Devices irgendwie rauszuhauen. Es hat bei mir dazu geführt, dass der Boot-Vorgang sich verzögert hat. Das habe ich jetzt bei diesem Rechner nicht so stark bemerkt, weil er ja ultra schnell ist beim Hochfahren. Aber bei anderen Rechnern, wo ich TLP schon benutzt habe, habe ich das durchaus gemerkt. Aus dem Grund setze ich dann auch noch in der etc-default TLP-Konfigurationsdatei den XTLP-USB-Mode auf 1. Dadurch wird das UDEV-Zeugs nicht mehr verwendet, sondern es wird auf eine alternative Konfigurationsmöglichkeit für den Stromsparmodus von USB-Geräte gesetzt. Und das hat den großen Vorteil, dass halt eben bei UDEV Timeouts produzieren kann. Also es wartet dann 30 Sekunden oder sowas. Und das habe ich dann mittels dieses Befehls dann nicht mehr. Das ist das andere, was ich gemacht habe. Ja. Das ist so im Grunde genommen mein kleines Update zu dem Spectre X 360, was ich aktuell so euch noch berichten kann. Ich werde noch weiter rumtweaken, weiter versuchen, die Akkulaufzeit zu verbessern. Eventuell vielleicht noch die Snap-Variante von Chromium installieren, die VAAPI aktiviert hat für das Dekodieren. Weil ich habe den Verdacht, dass diese Akkulaufzeiten auch dadurch so gering sind, dass jetzt ist es wieder angestiegen, auch über 2 Stunden, glaube ich. Dadurch so gering sind, dass eventuell beim Videoabspielen halt sehr, sehr viel Strom verbraucht wird. Ansonsten können wir uns PowerTop nochmal anschauen für die Leute, die sich dafür interessieren. Das zeigt so ganz utopische Werte an. Also es zeigt die Entladungsrate von 522 Milliwatt. Kann das stimmen? Ich fürchte nicht so richtig, weil dann natürlich die Restzeit, die 96 Stunden und 41 Minuten, dann natürlich irgendwie auch komplett utopisch sind, weil die erreicht das Gerät auf jeden Fall nicht. Da sind die Werte, die mir das Plasma-Tool hier anzeigt, deutlich realistischer, wobei es jetzt 2 Stunden 30, also das ist auch noch nicht so richtig kalibriert. Ich glaube, ich muss einfach mal länger hier das Ganze im Akkubetrieb laufen lassen, damit sich das alles so ein bisschen einspielt. Weil die Werte alle noch so ein bisschen, ja, seltsam sind. So, das war's im Grunde genommen schon für diesen Vlog. Falls ihr Fragen habt, Anregungen habt, was ich noch so testen sollte oder es euch zeigen sollte, dann einfach fragen und im Kommentarbereich ansonsten liken und abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.